Meinecke wahrscheinlich, oder? Digga, Ehrenbruder Twitch Meinecke, man kennt ihn. Fritz Meinecke, Alter. 5 Monate sind seit dem Abbruch unserer ersten Durchschlageübung vergangen. Damals kamen wir uns nach gut 8,5 Kilometern geschlagen und hatten das Projekt aufgegeben. Abbruch an dieser Stelle. Doch dann hörten wir... Ach, Digga, Mann, Unge, wieso kannst du nicht deine scheiß Facecam irgendwo hinsetzen? Ey, Junge, also jetzt schon wieder belastend mit dem Typ. Folgendes. Wenn du es auf Madeira machst, von einer Seite zur anderen, dann bist du tot. Wie? Ja, man stirbt wirklich. Also in Madeira, die Waldmenschen, sehr gefährlich. Wie denn? Wie sollst du das machen? Wie denn? Wie sollst du das machen? Holzelein, Junge! Digga, der ist live, so verrückt. Keine Nummer. Der will einmal komplett Madeira zu Fuß überqueren. Junge. Für mich ist es aber einfach ein scheiß Gefühl, Mann. Mach mal bitte aus, wirklich. Oh. Wenn Survival Man den meckert, da hat es auf jeden Fall, da ist irgendwas schiefgelaufen. Freunde, heute ist es endlich soweit. Nach Monaten der... Digga, die haben sich direkt die schwerste Stelle genommen. Die wollen den Wasserfall hier hochlaufen wahrscheinlich. Planung könnte man fast schon sagen. Durchschlageübung 2.0. Wir befinden uns auf Madeira. Wichtige Info vorab. Corona-mäßig alle negativ, alle getestet. Richtig. Alles safe. Auch Kameramann und so weiter, ne? Macht euch keine Sorgen. Fritz ist so aufgeregt. Der ist sowas von aufgeregt. Hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir nämlich da hoch müssen. Ach, genau, was ist überhaupt der Plan, Freunde? Was ist überhaupt der Plan? Wir wollen von der einen Seite vom Meer auf Madeira komplett über die ganze Insel, ja, auf die andere Seite wieder ans Meer rüber. Gott, und diesmal nicht TV gerade Linie, Dankeschön, weil nicht GPS, sondern Freestyle-Karte-Kompass. Wir befinden uns aktuell in... Er denkt auch, Minecraft, der könnte den Wasserfall hochschwimmen. Paul Domar, das ist eine ganz, ganz kleine, ein kleines Fischerdorf. Ja. Und hier geht's auch direkt hoch an den Klippen. Ja? Wir werden uns hier so ein bisschen durchschlagen, ganz grob, bis wir irgendwann, das ist diese gelbe Linie, auf eine Hochpassstraße, könnte man sie nennen, treffen werden. Die befindet sich auf ca. 1400 Meter Höhe. Werden dann das Ganze bis zur Hochebene, das ist dieser weiße Bereich hier, queren und auf der anderen Seite wieder absteigen. Denn... Digga, das ist Wahnsinn. Farb einmal 17, Dankeschön für deinen Sub. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch geisteskrank, das kann man doch nicht überleben. Ey, das sind ja weiß ich wie viele Höhenmeter, 2.000, 3.000. Genau hier drüben befindet sich ein riesiger Canyon. Ja, also hier geht es extrem runter und wieder hoch und den werden wir versuchen etwas zu umlaufen. So die Theorie. Ich würde sagen, wir machen finales obligatorisch Shit, Alter. Finales Wiegen. 12,7 durch Flüssigkeiten, ne, Wasser und nochmal Nahrung dazu. Okay, das glaube ich kann ich überbieten. 13,1. Aber gut gepackt, ist nicht so schwer. In Führung. Ja, aber man muss sagen, ziemlich gleich. Ja, ein paar hundert Gramm. Ein paar hundert Gramm, da gehe ich mal auf Toilette oder das Wasser. Ausgeglichen. Wie auch in der ersten Durchschlageübung haben wir wieder Rhino Shield als Partner. Die machen einfach super geile Handyhüllen, die gerade auf solchen Abenteuern euer Handy optimal schützen. Werden wir noch in Ruhe testen. Ich hoffe, Rhino Shield bringt irgendwann Kondome raus mit 100% Sicherheit. Dann kannst du wirklich machen, was du... Sind Kondome nicht immer 100% sicher? Ja, müssen ja eigentlich. Das ist eine saudumme Frage. Kondome sind ja immer eigentlich. Die Kondome müssen ja immer sicher sein. Bringt ja gar nichts. Wie nee. Was nein. Nur 90%? Ja, die sind nicht reißfest, aber wenn man die jetzt nicht kaputt macht, dann passiert da nichts. K.A. bin minderjährig, Bro. Und jetzt beginnen wir unser Abenteuer von der südlichen Seite, direkt am Meer von Madeira, rüber durchs Gebirge auf die andere Seite. 3, 2, 1. Ah, okay, die nehmen also Wege. Ich dachte, die gehen einfach den Berg hoch. Dankeschön, Mago 2020. Ja, diesmal mit dabei, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, gerade im Intro. Johannes, unser Kameramann, der auch schon auf der DSÜ mit dabei war. Der arme alte Akani, jetzt komm raus hier. Ach, Mann. Wir haben schon die ersten kleinen Höhenmeter hinter uns. Auf so einem alten Pfad hier und da drüben sind wir gerade gestartet. Okay, das ist schon mal echt Wahnsinn. Aber das ist noch... Wir müssen hier zwar einen Trail gerade, aber... Das ist noch wandern, ne? Die Gefahr hier ist deshalb nicht weniger groß, wenn nur ein Teil runterkommt. Da reicht doch so ein kleines Ding, wenn du das abkriegst, war's das. Scheiße, Mann, die Wanderwege sind ja überhaupt nicht sicher da oben. Trank der Ausdauer, auf jeden Fall einfach. So, wir sehen, Norden ist in die Richtung. Das mal peilen.
Also theoretisch. Ja. Theoretisch müssten wir hier links hoch, wenn wir wirklich rein straight line machen würden. Und ja, da sieht man nochmal ein schönes Beispiel. Ja, es ist hier nicht möglich. Es geht nicht, außer du hast irgendwie, keine Ahnung, Flugzeug und Hubschrauber. Deswegen versuchen wir uns durch halbwegs hier durchzuschlängeln, müssen uns aber den Gegebenheiten der Natur anpassen. Das heißt, wir werden beide diesem Canyon folgen und dann oben gucken, wenn es eine Möglichkeit gibt, eher wieder ein bisschen nördlicher laufen. Ja. Ja. Alter, so. Krass, Digga, jetzt schon so geschwitzt. So, machen wir so einen Rundrücken? Ja, guck mal. Oh. Das sieht doch gut aus hier. Oh. 2 Stunden unterwegs und 500 Höhenmeter lagen bereits hinter uns. Klingt nicht nach viel, aber zum Vergleich. Ein Stockwerk hat etwa 3 Höhenmeter. Also müsstet ihr über 150 Mal die erste Etage laufen. Schaffe ich. Mit Gepäck. Schaffe ich nicht. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal so 5 bis 10 Minuten in die Richtung, gucken, ob es da weitergeht. Weil wir müssen uns laut Kompass mehr da hinten halten. Weil die andere Richtung ist komplett die andere Richtung. Das bringt nichts. Jetzt geht's ab vom Weg. Das ist doch übertrieben gefährlich, Alter. Wir probieren 12 Minuten und wenn wir merken, ist ein Dead End oder keine Ahnung was, dann gehen wir wieder zurück, okay? Also jetzt beginnt quasi eigentlich so dieses richtige DSU-Ding. Itachi Uchiha, danke schön für den Zap. Vielen Dank. Er ist ja nicht... Kann ich doch. Was, Digga? Auf Minecraft angelegt einfach. Achtung, nicht da reingehen, da wohnt Simon Unges Vater. Nee, das macht gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Oha. Etwa alle 10 Minuten mussten wir Wasser trinken. Meistens ging das im Laufen, aber ab und zu brauchten auch unsere Beine eine kurze Auszeit. Zugegeben, es gibt schlechtere Orte für eine kleine Pause. Imagine, du wohnst einfach da oben, musst jeden Tag da hochlaufen. Ja, ich weiß, dass Unges Vater verstorben ist. Das ist mir dann gerade auch eingefallen, ja. Waterbucket MLG, stimmt. Frage ist, ob wir da irgendwie rankommen. Auf jeden Fall aufpassen. Oh. Ja, ja, ey, jetzt ohne Scheiß aufpassen hier. No joke, jetzt ist wirklich hier, wenn du hier runterrutschst, bist du tot. Also hier jetzt mal Konzentration. Dann geht's ziemlich richtig abwärts. Junge, what the fuck? Wasserfilter raus und auffüllen, sofort. Unter Belastung kann ein Mensch mehrere Liter Wasser am Tag verlieren. Deshalb war es für uns wichtig, an jeder möglichen Stelle unsere Wasservorräte aufzufüllen. Imagine, das ist jetzt einfach Salzwasser oder das Wasser von Unge aus Toilette irgendwie. Der einfach nach Arsch. Filter macht das Wasser erst trinkbar und schützt uns vor eventuellen Krankheitserregern oder Bakterien. kleiner Nervenkitzel muss aber sein. Ist so, einfach unendliche Wasserquelle. 2 Eimer und Jalla. Hier sieht man schön den Kelly. Da drüben! Weiß nicht, was man auf der Kamera sieht. Da in dem Bereich ist diese Höhle, wo wir raus sind. Wir sind jetzt ungefähr hier. Die sind ja überhaupt nicht weit gekommen, Alter. Das ist nichts. So. Ey, Jardim de Mar und Caleta kenne ich sogar, da war ich beides schon mal. Paulo de Mar war ich, glaube ich, auch schon mal, wo sie gestartet haben. Sailcrafter, danke schon wieder an Sub. Caleta ist sehr schön. Hier war der Start und guckt bitte nochmal, wo das Ziel ist. Lasst nochmal wirken. Also wir haben 5% vielleicht so. Von was leben die denn, Alter? Wollen die auch irgendwas essen? Wir haben gut Höhenmeter gemacht, das muss man sagen. Aber rein von der Strecke her, ist das nichts. Brauchen wir nicht drüber reden. Hä? Darauf erstmal eine Schnitte, oder? Au. Die können doch gar nicht so viel Essen mit dabei haben, oder? Die müssen doch oben, einen von den 3 Leuten müssen die doch essen. Die müssen doch den Kameramann umbringen, oder? Ja, Y-Food ist schön und gut, aber das wird nicht reichen, glaube ich. Kennst du den Arschbohrer? Ah! Digga! Oh, Memo. Habe ich bei Monte gelernt. Ey, der klaut hier einfach von dem Bauer die Früchte. Was hast du vor? Pass auf, kennst du einen Kickstarter? Aufschneiden. Moment. Ah, der zündet das Ding durch. Das ist eine Zitrone. Ah ja, stimmt, es wachsen ja überall auf Madeira Früchte und Bananen und so ein Scheiß. Ja, stimmt schon. Oder sonst einfach halt... May, danke schön für deinen Zap. Und? Komm ehrlich, das ist doch geil. Ist schon geil. Oder? Der Speichel, der wieder läuft, das ist so ein Zitruskick. Kriegst echt einen Kick, ne? Ja! Alter! Der Fußbus fährt. Deutsche Kokain. Der Fußbus fährt immer. Zuckerrohr, oder? Ja, ich find ihn gut. Nee, ist nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie viele Aufnahmen es dauert, bis der nicht mehr zu sehen ist. Ihr seht es vielleicht schon am Gesicht.
Wo ist der Kameramann? Die haben den Kameramann einfach umgebracht. Wir sind heftig am Ölen. Es geht die ganze Zeit bergauf. Nicht ganz so steil wie am... Hey, der ist wirklich nicht da. Der Kamera ist weder hinter denen noch vor denen. Der ist weg. Die haben den umgebracht. Am Anfang mit so Treppenstufen. Guckt. Aber einfach konnte... Hinter denen und vor denen ist der auch kein... Ist der nicht da? Der ist... Oh mein Gott, die haben den wirklich gegessen. Natürlich, immer schräg. Ja, Digga, F für den Kameramann. Schräg. Ah, der Kameramann hatte Scrap-Heli dabei, natürlich. Und jetzt bei mir auch der Punkt, wo es von der Lippe in den Mund reintropft, in die Augen rein. Mm. Aber ich glaube, Martin war schon seit zwei, drei Stunden an dem Punkt. Da bin ich schon eine Weile drüber. Also Martin will jetzt tatsächlich wirklich dieses Brackwasser hier filtern. Da sehe ich mich, Digga. Das ist gut, da kann man draus trinken. Das sieht gesund aus, ja. Du willst mir erzählen, das schmeckt gleich nicht nach Erde. What the fuck? The fuck? Was? Junge, der hat einfach Zauber-Dings, der hat einfach Brewing Stand dabei, Junge, er zaubert einfach. Hä? Das ist krass, das ist das Wasser da. Das ist krass, ne? Junge. Aber wenn da jetzt noch ein Tier reingeschissen hat oder so, das ist doch dann trotzdem da drin. Ich trau dem nicht. Vielleicht tue ich mir auch so ein Ding. So, hier kommt plötzlich so ein Jurassic Park Tor. Do not open steht da bestimmt. Ja, dead inside. Ja, entspannt, erstmal reingehen. So, hier gab's einen kleinen Erdrutsch anscheinend in den letzten Tagen. Oh, ein kleiner ist gut, du. Was sind die denn überhaupt hier? Sind wir noch auf Madeira? Hä, hier geht angeblich gar kein Weg hoch. Was wäre denn logisch? Logisch wäre, den nach oben zu nehmen. Ich glaube, das ist ein Dead End. Also rein vom Gefühl, nehmen wir den hier. Okay. Ich finde es okay gesagt, ey. Ah, doch, das ist gut, 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 gut. Ah, doch, da ist die Hochebene. Und oben, ja! Hä? Digga. Sieht gut aus eigentlich. Die Hochebene auf Madeira ist actually sehr schön. Da war ich auch schon mal tatsächlich. Ich muss hier ein bisschen flexen, wo ich überall schon war. Ich will echt nochmal zurück nach Madeira, weil man kann... Also ich könnte das gerade nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dahin zu fliegen, wa? Aber die... Ey, ich hoffe, dass das unten... Ey, das Ding kann nicht irgendwo einfach mittendrin aufhören. Nein! Ist vorbei. Warte nochmal, nein. Es ist vorbei. Nein! Ich gehe jetzt nicht zurück, Digga. Ich tue mir jetzt einen Kuhfahrt, ist mir scheißegal. Würde ich auch so machen. Oh, Alter! Einfach durch, oder? Jalla. Und ja, beruhigt euch. Es war nur ein Dornbusch, wo ich reingefallen bin. Scheiße. Das holt's allein, Junge. Eine Stunde waren wir den Berg hochgestiegen und die Passstraße war in greifbarer Nähe. Dann hatten wir gemerkt, dass wir falsch rumgelaufen sind. Aber wir wollten es einfach nicht wahrhaben, dass wir hier tatsächlich an einem Dead End gelandet sind. Ich mach mich bereit für alle vier, ne? Also, weil das wird gleich auch passieren. Was, alle vier? Ich gehe auf alle vier. Ne? Wie willst du denn drüber kommen, Digga? Was, alle vier? Ich glaub, du hättest dich bis auf den Berg auf allen Vieren hoch. Ach komm, hör doch auf. Martin. Also, da weiß ich jetzt auch nicht, was das soll. Ganz ehrlich, ich glaube, es wäre viel klüger, auf den Händen zu laufen. Dann bleiben die Füße ja trocken. Digga, hier ist alles voller Scheiße. Geht das hier weiter? Nein, ich versuche gerade zu spotten da drüben, aber da könnte so ein kleiner Pfad sein. Aber das sieht schwierig aus. Ach, auf ihn gedauert. Scheiße. Nein, nee, hier kommst du nicht lang. Ich weiß nicht, wie lang das geht, aber hier ist... Oh, ich glaube, doch nicht. Junge, da muss man jetzt weiterlaufen, als ob ich da nochmal zurücklaufe. Ich würde mir das ganze Gesicht zerkratzen lassen. Was denn du? Digga, hier kommen sofort nur Dornen. Habt ihr kein Messer dabei oder was? Was sind das für Survival-Profis, Jungs? Genau das war meine Befürchtung. Dead End, wir hängen mitten im Nirgendwo fest. Kleine 360-Grad-Drehung. Oh, fuck. Hier oben ist plötzlich so ein... Ding, wo man rüber kann. Ich habe Angst, dass wir uns jetzt übelst wieder immer weiter in die Scheiße reiten. Das kann auch genauso ein Bachlauf sein, den wir noch nicht hören. Also kannst du hinten noch runtergehen. Ja. Ich weiß es nicht, ob wir es riskieren wollen oder ob wir die Scheiße jetzt wieder runtergehen. Wir reiten uns wieder in die Scheiße, dann stehen wir wieder drin. Die müssen doch nur da hoch, oder? Da ist doch die Straße schon. Ich würde das safe machen.
Also ganz ehrlich, wie weit kann ein Mensch springen? 30 Meter, wenn da eine Schlucht ist, schafft man. Komm einfach nicht raus. Bei dem anderen wissen wir, okay, da ist auf jeden Fall irgendwie ein Track, der hoch zur Passstraße führt. Stimmt, Unge kann einfach mit Militärhelikopter abholen. Und dann ist der vielleicht eine Stunde länger, aber wir haben Gewissheit, dass wir dort auf jeden Fall ankommen. Jetzt gehen wir erstmal wieder nur rückwärts alles. Dafür würde ich auch noch mal nach Madeira fahren, damit ich mit Toni streamen kann. Damit Chat mir da wieder abfeiert. Kannst auch kein Wasser ziehen hier. Das ist ein Argument. Ich wollte euch eigentlich gerade zeigen, dass das der Bach ist, der von oben runterläuft. Und ich zeige es euch jetzt nicht, aber genau hier hinter liegt ein riesiger Kuhkadaver. Der hängt mit einer Seite im Wasser. Ja. Das Skelett hängt auch mit im Wasser. Also wir zeigen es jetzt nicht so, es muss einfach nicht sein. Man sieht die Knochen, man sieht die Haut und so weiter. Es kann man doch essen dann. Nimmt die Knochen, baut die ab für Bone Meal. Riecht vielleicht auch ganz leicht. Ist halt auch ein geiles Geländer, ne? Also. Und ja. Und diese arme Kuh, ey, die ist einfach hier abgeschmiert. Aber da siehst du mal, wie gefährlich das hier auch sein kann. Ja, da oben ist die vollgeschissene Kuhebene, aber ich riskier's. Freunde, wir sind wieder am Ölen, weil es jetzt wieder hochgeht. Wir sind raus aus dem Wald. Wir waren unterhalb der Linie da, ne? Da ist dieser Turm hier noch. Alter Scheiße. Und hier müssen wir jetzt noch komplett oben rüber, bis wir dann oben auf dem Pass sind. Martin ist erleuchtet. Oh. Junge, was für eine Reise schon. Das wäre mir jetzt schon zu stressig. Enderperle, Chat, das wär's doch. Einfach mit Enderperle, ja klar. Das Video von Martin schauen wir auch noch, safe. Das ist einfach so die Dead Road hier runter. Das ist einfach das Symbol für, gehe nicht diesen Weg oder du wirst so enden. Weiß ich jetzt nicht. Das sieht eigentlich für mich ziemlich einladend aus, to be honest. Alter, Digga. Was ist das denn für ein Ausblick? Ich kann auch schon die Hochebene hinten sehen. Fuck. Da müssen wir nicht hin. Fuck, das sieht echt noch richtig weit aus. Da hinten. Wo die Propeller reden. Wo die Propeller sind, da müssen wir noch lang. Oh, ach, shit. Du Scheiße. Das sieht noch ganz schön nach was aus. Durch unseren Umweg hatten wir Madeiras zwar Zeit Natur verloren, ist so aber schön, schließlich waren wirklich. Wir abends auf Höhe der Passstraße angekommen. Belohnt wurden wir mit einem spektakulären Ausblick. Uns wurde klar, was wir geschafft hatten, aber auch, was noch vor uns lag. Geil. Ja, Elytra auch, ne? Okay, pass auf, folgende Situation. Es ist wie so eine Taktikbesprechung jetzt. Ich werde mir ein paar Steine nehmen, um ein paar Punkte zu symbolisieren. Höhenmeter haben wir den größten Teil jetzt geschafft. Wir haben uns komplett bis hoch geknüppelt. Aber, guck mal. Das ist noch viermal so viel. Ich würde sagen, wir haben ein Viertelgrad. Hä? Aber schafft man das an einem Tag? Nee, ne? Scheinbar ja nicht, oder? Rein von der Strecke haben wir ein Viertel. Bist du noch da? Aber wenn die um 10 Uhr los sind, und jetzt ist gerade so von der Sonne her, würde ich sagen, so 17 Uhr. Ja, 4 Tage ist man schon unterwegs, Digga. 4 Tage nicht essen. Der Kameramann ist schon am ersten Tag gegessen worden. Entspannt. Ich bin da. Vorschlag Nummer 1. Ja. Wir packen hier unten, wo wir gerade waren, das Lager jetzt auf. Ja, okay. Ganz entspannt, ein bisschen Spaghetti Bolognese, bisschen Chili Milli, bisschen so. Aber dafür morgen früh Sonnenaufgang, 7.30 Uhr, Dämmerung, Abbau, gib ihm. Wäre eine Variante. Variante Nummer 2, wir sagen... Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde so einen Trip auch mit Fritz machen. Ich glaube, ich sehe mich körperlich in der Verfassung, dass ich fit genug bin, sowas durchzustehen. Wenn ich jemanden an der Hand habe, der mir Survival-Tipps gibt und ich mein Asthma-Spray dabei habe, dann kriege ich das, glaube ich, hin. Geh noch ein bisschen spazieren. Problem ist dann, wir wissen nicht, was noch kommt, ob wir einen geilen Lagerplatz finden, dies, das, um jetzt noch ein bisschen was zu machen. Jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich dir sage, ganz ehrlich, ich bin gebumst. Ja? Das sage ich dir so, wie es ist. Ich merke auch, mir ist schwindelig. Dieses zur Ruhe kommt, zeigt mir einfach wieder auf. Martin, du bist, wenn du jetzt weitergehst, kacken wir wieder. Wir sind jetzt an dem Punkt, bei der letzten Durchschlagübung, wo ich in den, mir die Schuhe nass gemacht habe. Ganz genau. Und ich glaube, wir machen den Vorschlag 1, wir gehen hier rein, bei Dämmerung bauen wir ab und verpissen uns weiter. Fritz, du machst doch Biwaksack, ne? Ich mach Biwaksack, ja. Er hat ich hätte nur eine Tüte. Müllsack quasi. Er hat einfach Schiss, dass ich in die Kühe tottrappel. Alter, free food, what the fuck? Okay, was wäre jetzt, wenn man, also ich esse ja kein Fleisch so, aber wenn man jetzt angenommen Fritz Meinecke ist und man nimmt so einen Stein und haut den der Kuh auf den Kopf und isst die einfach, Digga, was ist die Strafe dafür? Ist das Tierquälerei
Ist das dann Diebstahl oder was? Weil, also wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr? Kameramann respawn, der Kameramann ist gone. Sachbeschädigung. Sachbeschädigung. Ja, Sachbeschädigung. Muss man sich an der Stelle auch mal überlegen, ne? Muss man sich überlegen. Ich könnt niemals eine Kuh umbringen. Das einzige Tier, was ich umbringen könnte, wäre, glaube ich, Unge. Ich glaube, das meinte er gar nicht so witzig. Oh nee, das kann ich nicht. Das wäre nicht in Ordnung. Das ist so süß. Kleines Kalb und diese Kuh hier. Aber ein bisschen Milch kann man ja von denen trinken. Einfach drunter legen und dann... Wäre auch weird, oder? Das ist ganz ernst. Die hätte aber Milch, glaube ich, weil die hat ja ein Kalb. Mein 1-Kilo-Zelt. Da ist der Ausgang. Wo ist das hin, Digga? Der hat ein Zelt dabei. Tryhard. Ich hätte auch eins dabei. Ich wäre mit dem Wohnmobil gefahren, Digga. Oh, und wieder rein in die Scheiße. Alter, das ist zum Kotzen, ey. Wirklich. Ist dieses Ultraleichtzelt vielleicht leicht komplizierter als andere Zelte? Hä? Der Kameramann ist gerespawnt. Stimmt. Der Kameramann ist gerespawnt. Hä? Wie kann der wieder da sein? Wo war der die ganze Zeit? Alter. Oh mein Gott. So smart. Der Kameramann hat sein Bett gesetzt. Rechtsklick und dann ist er gerespawnt. Ja, klar. Halt alles aus dem Inventar verloren, ne? Ja. Oder Kameramann ist mit dem Auto gekommen. Das kann auch sein. Absolut. Definitiv. So. Kameramann war im Gulag. Die haben den freigekauft. Voila. Ganz ehrlich, ich glaube, in so einem Biwaksack zu pennen ist ganz geil. Ich glaube, das ist nur ultra nervig darin zu wichsen. Ey, Fritz! Gib mal dein Rhino-Shield-Handy her, hier mit der Hülle und so. Gib mal her, das Ding. Ja, gib her, komm. Jawohl. Na komm, werf doch einfach, das kann das Ding schon. Los! Achtung! Ach, nee, das habe ich nicht gekriegt. Ah, cool. Leute, die abkönnen. Was? Digga! Mann, bist du dumm, Alter? Was denn? Junge, imagine, das wäre jetzt einfach hingefallen auf dem Bildschirm. Findest du das Ding jetzt als Hammer oder was? Du hast gesagt, die sind unverwüstlich. Und bei der letzten DSU hat das auch gut geklappt. Guck mal, hat auch gut funktioniert. Geil, oder? Nee, schön. Ist doch noch heile, oder? Ich glaube, ich kaufe mir auch irgendwann so eine Hülle. Scheiß drauf. Ja, ist heile, aber. Imagine, Rhino-Shield will das gar nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt. Der ist drin, soll ich mal einen? Komm, ich mach nur einen rein. Weiß nicht, ob ich das geil finden soll, dass du damit die Heringe reinhaust. Ich finde das Digga. Sehr geil. Ist ja nicht, als würden hier irgendwelche Steine rumliegen. Aber gut, wir wollten ja auch einen kleinen Extremtest haben, ne? Oh, hier kommt irgendwie schon was. Das jetzt. Das geht schon. Das Gras auf Madeira ist so richtig besonders. Das ist so ganz anders als das Gras in Deutschland irgendwie. Das sieht ganz anders aus und so und riecht auch ganz anders und hat so eine ganz andere Textur irgendwie. Das ist voll krass, das Gras auf Madeira. Das ist, also Digga, ich war richtig geflasht, als ich das erste Mal das Gras da gesehen habe. Alles cool. Handy ist ganz. Ganz leicht sind hier natürlich ein paar Cracks, wenn man die Impact, wenn man so bescheuert ist und das wirklich komplett drauf hämmert. Aber das ist ja das Geile, die Hülle nimmt quasi. Och Mann, Digga, es war wieder so klar, dass ihr schon wieder einen auf Droge kommt. Die Impacts. Auf Madeira haben wir, glaube ich, gar. Ach ey, komm, scheiß drauf. Und nicht das Handy, ja? Darum geht's ja, die Hülle soll das Ganze. Madeira hat anderes Texture Pack, ja klar. Schützen. Ey, kann ich nochmal eine Runde? Ich würde gerne nochmal ein bisschen. Ich hab noch drei Heringe. Nimm dir halt einen Stein, Junge. Ja, das ist aber langweilig. Nimm deinen knallharten Cock und baller die Heringe rein. Ich werde jetzt schön ein kleines Feuerchen anmachen, meine Buschbox. Die habe ich extra hier hochgeschleppt. Geschleppt, wa? Die wiegt wahrscheinlich auch ein Kilo. Und mir dann was Feines kochen. Nein, was meinst du, was haben wir heute Nacht als Tiefstemperatur? 0 Grad. Echt jetzt? Ja, 0. Ist ja voll kalt, kann man ja nicht zelten mit. Also ich, zur Not komme ich bei dir mit rein. Das kannst du dir komplett knicken. Martin, es geht dann wirklich ums Überleben. Ja. Was, dann sterbe ich oder was? Dann brichst du halt ab, ganz einfach. Ja, abbrechen heißt dann was? Was für ein Ehrenloser. Ich laufe zurück. Ist denn dein Madeira Problem, ist auch ein anderes Mann. Biom, ja. Oh, es geht los, Freunde. Es geht los. Ich glaub das nicht, ey. Mein Kocher kriegt er nicht. Ach so, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Digga. Junge, auf Tryhard mit Flintenstiel. Das macht doch gar keinen Sinn. Wer entwickelt? Wer baut sowas? Nudeln noch ein bisschen knackig. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, einfach was Warmes im Magen nach so einem Tag. Mhm. Geil. Ich glaube, Martin ist nicht so happy mit seinem Kocher. Ey, das ist wirklich der letzte Rotz. Das kannst du vergessen.
Over and out. Wir sehen uns später. Mann, das ist bestimmt so geil, da oben zu hängen und so, Alter. Ich wäre so der Idiot, der so einen Kasten Bier mit hochgeschleppt, hätte. Ich wäre so der Idiot, der einen Kasten Bier mit hochgeschleppt hätte. So, Digga, jetzt aber. Ey, zwischendurch, bei mir kickt's zwischendurch einfach. Irgendwie, manchmal ist einfach... Madeira bricht die Nacht schnell ein und es gibt extreme Temperaturstürze. Unge bricht auf Madeira auch schnell ein, wenn er über eine Brücke geht, weil er zu fett ist. Durch die Höhe verbrachten wir die Nacht teilweise direkt in den Wolken. Klingt cool, ist aber vor allem eins. Nass und kalt. Boah, und es hat nicht geregnet. Trotzdem alles nass. Ganz witzig ist, mein Handy funktioniert gerade wie so ein Nachtsichtgerät. Schau dich das mal an. Hier sieht man wirklich alles. So sieht's auch für mein Auge aus. Ja, dort unten die Stadt, die gefühlt brennt. Aber auf der GoPro sieht man einfach nichts. Uhr. Ich habe kalte Füße und mein Biwaksack ist klitschnass von innen. Nee, läuft! Ey, in der Kameraperspektive sieht Fritz Meinecke aus wie so ein geiler irischer Goblin. Geile Nacht, arschgeile Nummer. Ja, Unge hat die Stadt angezündet. Unge hat wieder Purge ausgerufen in Funchal. Einmal im Monat entscheidet Unge, wenn Purge ist auf Madeira. Das Lustige bei der Purge auf Madeira ist allerdings, dass nur Unge alle Straftaten begehen darf und kein anderer. Ja! Das ist immer so, wenn ich so, ja, die pennen jetzt irgendwo da oben auf diesem Plateau zwischen Kuhscheiß, die sollen sich mal nicht so haben. Ey, der, das ist was anderes hier. Es interessiert mich nicht. Junge, Madeira ist so schön einfach. Wahnsinn. Ach du Scheiße, Digga. Der neue Herr der Ringe-Film sieht ganz, ganz weird aus. Heute Nacht in Spanne 3 bis 4 Grad. Also der neue Herr der Ringe-Film ist, ich weiß nicht. Gehabt. Ihr seht schon an der Kleidung, es ist deutlich frischer als gestern. An dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Rhino Shield. Ja. Dass sie uns warme Kleidung gekauft haben. Die das Ganze überhaupt erst möglich machen. Es gibt auch so Special-Hüllen, zum Beispiel League of Legends, Naruto. Die kann man auch wechseln. Geil, ja, check das Ganze. Das heißt, ich kann die Hülle quasi abmachen und eine andere dran machen. Ist ja mega geil. Gerne nochmal aus und in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt geht es an dieser Stelle quasi bei Martin weiter. Oh, denn ja, das schauen wir auch. Die Hülle etwas mehr testen natürlich. Ja. Ne? Ja. Ihr kennt mich, ihr wisst das. Das kann ja auch nicht alles gewesen sein. Und wir haben ja die Frage gestellt, ist es möglich von einer Seite von der Insel auf die andere Seite sich durchzuschlagen? Imagine, die halten jetzt Kompass falsch rum, laufen einfach wieder komplett nach unten. Ohne sich zu verletzen oder zu sterben. Ein Viertel ist der Wegstrecke ist geschafft, dafür schon recht viele Höhenmeter. Ich würde sagen, wir gucken, was passiert und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Geil, wir müssen direkt einen zweiten Part gucken.